Muss man was ändern? Ja, allerdings. Gut, dann setze ich mich mal da um. Also eine Kleinigkeit. Mit Kleinigkeiten fängt man an. Wer hat das gemacht? Das war in Amerika, dass die Wechselkurse sagen, auf die Bindung aufgekommen worden ist. Warum ist das passiert? Wer hat das gemacht? Wer ist dran schuld? Da ist, die Suche nach Schuldigen ist schon der erste Fehler, ja. Warum ist der Fiskalpakt ist, sagen Sie, eigentlich ein Totsporn eigentlich. Das heißt, die Wirtschaft geht immer weiter runter. Warum? Warum lassen wir sie das einreden? Weil zum Beispiel in der Zeit, in der Fernsehen, Medien so eine Rolle spielen, das Simple leichter rüberkommt. Weil jeder entzieht dem anderen Einkommen. Das ist ja der Witz. Sparen ist ja ein Nichtstun. Schauen Sie, ich gehe jeden Abend in ein Beisel und gebe jeden Abend 20 Euro auf. Aus. Und ab nun gibt es eben nichts mehr. Also Sparen per se ist kein Eigenwert. Sparen hat einen Sinn, wenn ein anderer das Geld nimmt und mit dem Geld produktiv investiert. Aber können wir wieder dorthin kommen? Kann eine Systemänderung, ja, aber wird die stattfinden, glauben Sie, oder? Nach der großen Krise, sicher. Wann kommt die große Krise? Wir sind mittendrin. Wir sind sozusagen in einer Talsohle. Wo sind wir, wenn das eine Krise ist, zum Beispiel? Naja, das ist keine Krise, das ist ein Leiber. Es riecht aber so wie eine Krise. Ja, das kann schon sein. Ja. So, also hier ist die Spitze. Hier ist der Anfang. Wo sind wir? Schatz, das ist die Talsohle des langen Zyklus. Und wir sind irgendwo da. Nur wie lange das dauert, kann man nicht sagen. Das war schon? Das war schon, natürlich. Wir sind schon auf der Talfahrt seit 5 Jahren, natürlich. Nein, ich meine, das ist die Spitze der Krise, habe ich gedacht. Nein, die Krise, die Spitze der Krise ist immer ein Tief für mich. Okay. Das ist das. Das muss man umdrehen. Das ist der Unterleibel, Unterhang. Ja, der.